Das würde ich jetzt gerne vertiefen mit Zweien, die darüber mehr wissen. Also wie ist die Lage in der Ukraine gerade? Was verändert sich an diesem Krieg? Und wie blicken die Menschen in der Ukraine auf das, was hier in Deutschland diskutiert wird? Darüber spreche ich jetzt mit der Expertin für Sicherheitspolitik, Claudia Major, und mit dem CNN-Journalisten Frederik Pleitgen. Herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Abend. Frau Major, wir haben jetzt seit 3 Monaten diesen Krieg. Am Anfang haben alle gesagt, auch hier im Studio, das dauert keine 3 Tage. Dann kam so eine Phase, wo viele sich haben hinreißen lassen zu sagen, die Ukraine kann diesen Krieg gewinnen. Wo stehen wir denn heute, wenn wir Meldungen sehen wie Mariupol ist gefallen, also dieses symbolische Stahlwerk ist gefallen, wo stehen wir? Ich kann Ihnen 2 Antworten geben. Die eine ist die etwas unbefriedigende, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie der Krieg ausgeht und wir wissen auch nicht, wie lange er dauert. Wenn wir was gelernt haben in den letzten 3 Monaten, ist, dass sich das unheimlich schnell entwickeln kann. Am Anfang hat keiner geglaubt, dass die Ukraine lange bestehen kann. Sie hat lange widerstanden. Mhm. Und Russland hat Schwächen gezeigt, die keiner erwartet hat. Im Verbundkampf, in der Logistik, in vielen anderen Bereichen. Die etwas positivere Antwort ist, es hängt auch von uns ab. Wenn wir etwas gesehen haben, ist, dass die westliche Unterstützung, militärische Unterstützung durch Waffenlieferungen, aber auch die Unterstützung im finanziellen Bereich, im humanitären Bereich und die Sanktionen gegen Russland, dass dieses Paket, dieses Dreierpaket dazu geführt hat, dass die Ukraine deutlich länger widerstanden hat, als alle gedacht haben. Und deswegen liegt es auch an uns gewissermaßen, wie es in den nächsten Monaten weitergeht. Gerade, da haben Sie recht, sieht es schlecht aus für die Ukraine, weil Russland Landgewinne macht, kleine unter enorm großen Kosten. Aber ich glaube, die wichtige Nachricht, die wir mitnehmen sollten, ist, wir haben eine Möglichkeit, den Verlauf des Krieges mitzubestimmen. Also die Stimmen aus der Ukraine werden im Moment gerade drängender sogar noch. Also der Außenminister hat heute gesagt, die Lage sei extrem schlecht im Osten, eben im Donbass. Und Präsident Zelensky hat die Situation im Osten so beschrieben. Unsere Armee arbeitet weiter an der Befreiung der Region Kharkiv. Aber im Donbass versuchen die Besatzer, den Druck zu erhöhen. Da ist die Hölle und das ist keine Übertreibung. Was meint er, wenn er sagt, da ist die Hölle? Welche Art von Krieg sehen wir da, Frau Major? Wir sehen, dass Russland wirklich einen Vernichtungskrieg führt. Wir haben das mehrfach gesagt, aber die Taktik, die Russland gerade jetzt im Donbass und in dem Oblast Luhansk anwendet, ist wirklich eine Zerstörung der gesamten Region. Wir haben es in Mariupol auch schon gesehen. Das heißt, es ist keinerlei Rücksicht auf Zivilbevölkerung, auf zivile Infrastruktur. Was ein bisschen eigentlich überraschend ist, wenn Russland dieses Gebiet besetzen will, es komplett zu zerstören. Aber wir sehen, dass es wirklich ein Angriff ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste ist. Es ist wirklich Vernichtung. Und wenn man sich die Karte mal anschaut, dann hat man ja das Gefühl, es gibt ein russisches Ziel, das eine Art einen Kreis schließen möchte. Wir wissen, links wäre dann Transnistrien, Moldau, wo eben auch schon russisch-freundliche Kräfte, um es mal vorsichtig zu formulieren, sind. Was glauben Sie, ist das Ziel, das die russische Armee gerade da jetzt neben der Vernichtung verfolgt? Also was das Ziel genau ist, kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen. Das wissen die Russen alleine. Eine Zeit lang gab es die Vermutung, dass sie wirklich versuchen, die Landbrücke bis nach Transnistrien rüberzuschlagen zu den Truppen, die dort sind, in diesen abtrünnigen Gebieten. Momentan merken wir aber, dass sie die Kraft wahrscheinlich gar nicht haben, den Angriff so weit fortzusetzen. Die wichtige, glaube ich, eher die wichtige Information ist, wenn man sich die russischen offiziellen Statements ansieht, dass sie von dem ursprünglichen Ziel, die Ukraine als eigenständigen Staat in Frage zu stellen, zu vernichten und zu entukrainisieren, dass sie davon nicht abgerückt sind. Und selbst wenn es jetzt Angebote zu Verhandlungen gibt, dass das wahrscheinlich eher taktische Pausen sind, um sich wieder zu erholen, dass aber von dem übergeordneten Ziel, die Ukraine hat eigentlich kein Existenzrecht, dass sie davon eigentlich nicht zurückgetreten sind. Und dass man sich eher darauf vorbereiten muss, so eine Art Sequenzkrieg zu sehen, möglicherweise jetzt ein bisschen weniger, aber sobald die Truppen sich erholt haben oder Russland wieder in einer besseren Position ist, wahrscheinlich besser werden wird. Also zu hoffen, dass es jetzt sozusagen sich nur auf dem Donbass und die Landbrücke zu Krim beschränken würde, halte ich für illusorisch. Herr Pleitgen, Sie waren für CNN zuletzt bis Mitte April in der Ukraine. Sie haben die ukrainische Armee erlebt im Feld. Wie
optimistisch sind die, wie siegessicher sind die, wie verzweifelt auch? Also, verzweifelt sind sie auf jeden Fall, aber die waren zumindest im Raum um Kiew. Ich war bei der Schlacht um Kiew und bin dann bis zur weißrussischen Grenze hoch, als die Ukraine dann vormarschiert ist. Die sind sich schon relativ siegessicher, dass sie am Ende gewinnen können werden. Und das hat mehrere Gründe. Die Ukrainer sind der Meinung, und wahrscheinlich gar nicht zu Unrecht, dass die Ukraine derzeit einen Krieg im 21. Jahrhundert kämpft, während die Russen noch im 20. Jahrhundert kämpfen. Genau das, was Sie gerade gesagt haben. Vernichtungskrieg, massive Artillerie versuchen da. Das funktioniert vielleicht im Donbass, wenn man über relativ ländliche Regionen hinwegrollt. Aber sobald man an eine Stadt kommt, sieht das ganz anders aus. Und die ukrainische Armee muss man sich so vorstellen, da gibt es eine klassische Armee, die auch diese ganzen Sachen hat. Raketenwerfer natürlich nicht in der Anzahl wie die Russen. Aber es gibt dort auch, was ich gesehen habe, ein ganz großes Guerilla-Element. Weil man darf nicht vergessen, dass ganz viele Leute in der Ukraine, die auch sehr gut ausgebildet sind, sich zur Armee gemeldet haben oder in der Territorialverteidigung gemeldet haben. Und die kämpfen damit. Und ich war mit einer Einheit unterwegs, die fliegen Drohnen, diese DJI-Drohnen, die 20 Minuten lang fliegen. Die haben eine Panzergruppe von den Russen ausgespäht und haben mit dieser Drohne, weil sie Artillerie darauf gelenkt haben, es geschafft, ungefähr 20 Panzer zu zerstören. Ja, das waren ein paar Typen mit einer Drohne. Und das sind halt die Sachen, weswegen die Ukraine glaubt, wenn das gesamte Volk mobilisiert wird, dass sie schon eine Chance haben, auch jetzt noch. Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum die russischen Truppen so eine unglaubliche Vernichtung hinterlassen, weil sie wissen, wenn da Menschen sind, dann werden sie diese Gebiete nicht halten können? Ich denke, was den Russen passiert ist, als sie auf Kiew vormarschiert sind, ist, sie haben geglaubt, das wird total einfach. Also wenn man in Kiew Sie waren ja auf der russischen Seite, als der Krieg begonnen hat. Ich war auf der russischen Seite, als der Krieg begonnen hat. Und da haben die, ich war in Belgorod, wo Kharkiv auf der anderen Seite sind, und da sind die auch reingerollt. Und da sind uns schon aufgefallen, dass die schon extrem große Geschütze ausgepackt haben. Also sie haben da schon mit vielen Raketenwerfer damals auch reingeschossen. Aber was uns auch aufgefallen ist, ist erstens, dass die russischen Soldaten alle blutjung waren. Also es kam uns schon so vor, wo eigentlich die mittleren Ränge sind, also die Leute, die wirklich Erfahrung haben. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist bei der russischen Armee, und dass das Gerät von denen einfach komplett veraltet ist und sich da teilweise die Haubitzen kaum bewegen konnten, dass da ganz viele Fahrzeuge auch zusammengebrochen sind. Und was den Russen dann offenbar passiert ist beim Vormarsch, ist, die haben geglaubt, das wird alles total einfach. Die sind am Anfang in Kiew über die Stadtautobahn mit ungeschützten Konvois einfach reingefahren, weil sie gedacht haben, zu Unrecht, dass sie da als Sieger empfangen werden mit Blumensträußen. Die sind natürlich dann alle zusammengeschossen worden. Und dann ist offenbar in vielen von diesen besetzten Gebieten dann genau das passiert, was wir dann später gesehen haben. Also ich war einen Tag, nachdem die Russen aus Bucha anderthalb Tage weg sind, da, und das war schon grauenhaft. Aber das, was jetzt passiert, also das ist ja eine Rückzugsbewegung vom Norden und aus der Region Kiew, eben in den Osten. Wie würden Sie jetzt das beschreiben nach in diesem beginnenden vierten Monat des Krieges? Ja, also ich sehe das Ganze immer noch für die Ukrainer positiver, als viele Leute das hier bewerten. Und das hat den folgenden Grund. Die Ukrainer, die sind im Moment in der Tat auf dem Rückzug im Donbass. Aber gleichzeitig haben wir es ja auch gehört, in der Region um Kharkiv oben haben sie die Russen zurückgedrängt, bis über die Grenze teilweise zurück nach Russland. Kharkiv ist die zweitgrößte Stadt in der Ukraine, massive Industriestadt, total wichtige Stadt. Und mir kommt so vor, dass es den Ukrainern einfach strategisch viel wichtiger war, Kharkiv zu halten, als im Donbass Territorium zu verlieren. Das ist auch nicht gut. Und was man auch nicht aus den Augen verlieren darf, ist, dass ein Großteil der schweren Waffen, die vor allem von den USA geliefert wurden und werden, noch nicht an der Front angekommen sind. Also das Letzte, was wir haben, ist, dass von den 108 Haubitzen, die Amerikaner geliefert haben, ungefähr 12 zurzeit im Einsatz sind. Vielleicht ein bisschen mehr oder weniger, weil die Ukrainer einfach noch nicht genug Leute ausgebildet haben. Hinzu kommen noch Kamikaze-Drohnen, hinzu kommen noch Haubitzen aus Frankreich und anderen Ländern. Und die Ukraine, die wird meines Erachtens in den vielleicht in den nächsten paar Wochen eine Gegenoffensive starten können. Das heißt, Frau Major, wir müssen uns dann doch darauf einstellen, dass dieses ein Krieg ist, der sehr lange dauern kann und wird. Ja, also das ist, glaube ich, jetzt die Annahme, die alle teilen, dass der Krieg nicht schnell vorbei sein wird. Ich glaube, die Frage, die wir uns eher, also man sagt in der Regel, ein Krieg hört auf, entweder wenn einer von beiden gewinnt, wenn beide nicht mehr können, oder wenn wirklich ein Waffenstillstand ausgehandelt wird. Und so wie es jetzt aussieht, ist es eher so ein Verhaken, dass es so ein bisschen in die eine oder in die andere Richtung geht, aber keiner ein klarer Sieger ist. Und beide hoffen, dass sie noch mehr durch den Kampf gewinnen als durchs Aufhören. Und das ist vor allen Dingen wichtig, wenn man an das danach denkt. Denn die entscheidende Frage ist, wo werden die Grenzen verlaufen? Welches Territorium kann die Ukraine vom eigenen Territorium zurückerwinnen? Sie haben die Erfahrung gemacht, so ein bisschen wie der Krieg endet, wird dann der Frieden sein. Deshalb ist es enorm wichtig,
für die Ukraine so viel wie möglich von dem eigenen Territorium zurückzuerobern. Ja, und man darf dabei auch nicht vergessen, für die Ukrainer ist das jetzt ganz einfach eine ganz andere Lage. Also wenn Sie jetzt so jemand sind wie Zelensky, wenn der Zelensky jetzt einen Frieden eingehen würde mit Wladimir Putin, wo er zum Beispiel Mariupol aufgibt, nachdem die Leute da im Azov-Stahlwerk bis zum Ende gekämpft haben, das wäre politischer Selbstmord, das wäre auch im Land einfach nicht zu vertreten. Und ich glaube, das sehen die Ukrainer so. Ich glaube, jetzt ist gerade eine Umfrage rausgekommen in der Ukraine, dass 82% der Leute jetzt zurzeit nicht für einen Waffenstillstand sind. Nicht für die Abgabe von Territorium sind. Und das ist international auch so. Was ich hier so verfolge an der Diskussion über Waffenlieferungen in Deutschland, ist, dass wir manchmal hier so tun, als seien wir die Einzigen, die da irgendeine entscheidende Rolle spielen können. Aber wir müssen einfach erkennen, da ist einfach was Größeres am Werk. Und bei den USA ist es natürlich nicht so, dass die sagen, hier, wir liefern hier mal ein paar Panzer hier und da. Da sitzen die besten Experten, die Amerikaner haben, die sich Tag und Nacht darüber Gedanken machen, wie können wir was liefern, um den Russen so viel wie möglich weh zu tun, ohne dabei offiziell als Kriegspartei genannt zu werden. Haubitzen, Drohnen, die sie extra für diesen Krieg entwickelt haben. Und da ist es nicht so, dass Olaf Scholz, das ist natürlich ein hehres Ziel, den Dritten Weltkrieg zu verhindern, das will natürlich auch jeder, aber da ist ein großer Verbund am Werk. Und Deutschland muss sich halt entscheiden, ob sie dabei sind oder nicht. Wie reagiert denn die Ukraine nach Ihrer Beobachtung auf die Diskussion in Deutschland? Also ich habe da schon teilweise, ich würde nicht sagen Anfeindungen gekriegt, aber schon sehr heftige Fragen bekommen, warum Deutschland nicht mehr macht als... Weil man von Deutschland natürlich davon ausgeht, dass wir ein Land sind, das einfach so eine starke Wirtschaftsnation sind, auch politisch. Deutschland hat ja auch politisch in den letzten Jahren auch in Europa große Führungsstärke bewiesen. Mhm. Als wir zum Beispiel die Euro-Krise zum Beispiel nehmen, die europäische Wirtschaftskrise, da gab es ja viele Sachen. Und militärisch ist man offenbar noch nicht so weit. Und da gibt es, klar, natürlich gibt es da Fragen. Und jetzt auch bei dem Gepard gab es natürlich Fragen. Der im Juli es glaubt kommen doch soll. Kein Mensch den Deutschen, die besten Autos der Welt kaufen, dass die sagen, wir liefern Gepard-Panzer, aber wir haben keine Ahnung, wo wir die Munition herkriegen sollen. Logistik-Weltmeister, das kann doch nicht sein. Kann es sein, Frau Major? Ich glaube, die Frage ist eher, wie ernst nehmen wir die Unterstützung für die Ukraine? Mhm. Und die Frage ist, wollen wir, dass sie diesen Krieg gewinnt? Nicht verliert, kann man jetzt hin und her spielen. Aber die Frage ist, in was für einem Europa wollen wir langfristig leben? Mhm. Und wenn Russland diesen Krieg gewinnen würde und die Ukraine als eigenständiger Staat nicht mehr bestehen würde, dann wäre die Sicherheitslage in Europa deutlich, deutlich schlechter als jetzt. Weil Russland daraus die Schlussfolgerung ziehen könnte, es lohnt sich, einen Angriffskrieg zu führen. Das heißt, wir müssen fragen, was wollen wir eigentlich, an was für Europa wollen wir leben, wo das Recht des Stärkeren gilt. Mhm. Und daran sollten wir eigentlich ausrichten, was wir liefern können und wollen. Und das ist nur eine Frage von Waffen, weil das ist ja eine große Debatte auch in Deutschland, dass man eben sagt, also können wir nicht anders als eben mit schweren Waffen, nur mit Waffen gibt es keinen anderen Weg. Also wenn man sich das jetzige Gefecht im Donbass anguckt, dann brauchen sie die schweren Waffen. Wenn sie den russischen Luftangriffen, der russischen Artillerie widerstehen wollen, dann braucht die Ukraine schwere Waffen. Es gibt einen Bundestagsbeschluss, wo drinnen steht, wir liefern schwere Waffen in Absprache mit unseren Partnern. Das heißt, es geht. Und wenn wirklich die Ukraine dem widerstehen soll, dann braucht sie Artillerie, dann braucht sie gepanzerte Fahrzeuge, dann braucht sie Flugabwehr. Mhm. Natürlich ist das Militärische nicht das Einzige. Deshalb hatte ich ja vorhin von diesem Gesamtpaket gesprochen. Es geht auch um die finanzielle Hilfe, den Haushalt der Ukraine, die als funktionierender Staat bestehen soll, humanitäre Hilfe. Es geht um die Wirtschaftssanktionen. Aber ohne das Militär wird es nicht gehen. Herr Pleitgen, Sie waren, das haben Sie gerade schon gesagt, also kurz nach dem Massaker in Butscha, Sie haben Bilder eben dann bei CNN geliefert und haben auch kommentiert, was Sie da gesehen haben. Dieses ist eine Straße in oder auf dem Weg nach Butscha? Das ist in Butscha und das war eine Straße, die war in Butscha sehr bekannt, weil da ein russischer Konvoi durch ist. Mhm. Und das war das Massengrab, das ist an der Hauptkirche in Butscha. Das davor, dieser Konvoi, der war von Bayraktar-Drohnen abgeschossen worden. Und das war in der Tat, das war der erste Tag, als wir nach Butscha rein konnten. Da waren die Ukrainer auch gerade da gewesen. Da haben wir halt das vorgefunden. Sie haben einige Kriege gesehen. Sie haben Syrien, Irak. Das ist eine Brutalität, wo alle sagen, ja, das ist eben Krieg. Mhm. Wie haben Sie das empfunden, gesehen? Das ist auf jeden Fall einer der Kriege, in dem ich war, der mit an der oberen Kante von dem Brutalsten ist, was ich jemals gesehen habe. Weil wir müssen halt uns im Klaren sein, man kann immer darüber reden, so und so viele Menschen sind gestorben und die Zahlen, wenn man das sieht, was so eine Artilleriegranate anrichtet mit Menschen, also wenn man auch sieht, wie viele Leichen dann
absolut übel zugerichtet sind. Und was uns auch aufgefallen ist, das wird natürlich ein langfristiges Problem für die Ukraine sein, ist die Bevölkerung, die dort zurückgeblieben ist. Wir sind ja teilweise als Erste da in diese Dörfer und diese Städte zurückgekommen. Wir waren absolut traumatisiert. Also es gibt teilweise Leute, mit denen wir gesprochen haben, die sofort zusammengebrochen sind, weil die auch zum ersten Mal das schildern konnten, was ihnen nicht nur, was sie gesehen haben, sondern auch, was sie erlebt haben, als die russischen Truppen da waren. Also zum Beispiel in Borodjanka, das war auch eine Stadt nördlich von Kiew. Da war das so, dass wir da reingefahren sind, mit der ukrainischen Nationalpolizei angehalten worden sind von Leuten, die gesagt haben, russische Soldaten waren bei ihnen im Haus und hatten das besetzt. Und dann sind wir in den Garten gegangen, da lag eine Leiche von einem, der hatte die Hände und Beine verbunden. Die Hose war runtergezogen, Beine voller Blutergüsse, ein Sack über dem Kopf und eine Patronenhülse lag daneben. Das war bei denen im Garten. Und das sind Sachen, die hat man dann noch und nöcher gesehen. Das war überall da so. Wir sind einmal mit einer Truppe mitgegangen, die einfach nur da war, um Leichen einzusammeln. Wir waren weniger als eine halbe Stunde mit denen unterwegs und die haben schon 4 Leichen aus dem Gebüsch, aus kaputtgeschossenen Autos gezogen. Das war halt da die Situation. Frau Major, es ist immer die Frage, wie viel kriegt die russische Bevölkerung von dieser Seite mit? Es gab jetzt, und das würde ich Ihnen gerne zeigen, in der letzten Woche einen ungewöhnlichen Moment im russischen Fernsehen, weil ein russischer Militärexperte ungewöhnlich offen auch über die Probleme der russischen Armee gesprochen hat. Unsere Situation wird sich eindeutig verschlechtern. Unser größtes militärisches und politisches Problem ist die totale geopolitische Isolation. Die ganze Welt ist gegen uns, auch wenn wir das nicht zugeben wollen. Er musste zurückrudern, vermutlich Druck von oben. Wie schätzen Sie das ein, wenn trotzdem ein solcher Moment in einer bis dahin relativ homogenen und abgeschotteten russischen Berichterstattung passiert? Bewegt sich da was? Ich glaube, so schnell bewegt sich nichts, aber es gab immer gab in letzter Zeit verschiedene Anzeichen, dass auch Russland anerkennt, dass es nicht nach Plan läuft. Also auf der Rede am 9. Mai hat Putin selber von Verlusten gesprochen. Es sind hohe Militärs gefeuert worden. Es gab jetzt immer mal Hinweise, es dauert ein bisschen langsamer, hat auch der Verteidigungsminister gesagt. Aber das Wichtige daran, was wir, glaube ich, mitnehmen müssen, ist, dass es kein Zurückrudern der Ziele gibt. Mhm. Der Geheimdienstchef hat gesagt, wir müssen die Entnazifizierung, also ein ganz schreckliches Wort, zu 100% umsetzen, auch wenn es lange dauert. Das heißt, Russland gesteht zwar ein, es läuft nicht nach Plan, es rückt aber nicht von dem Ziel ab, die Ukraine als eigenständigen Staat auszulöschen. Das heißt, wir sollten jetzt nicht davon ausgehen, dass Russland zu ernsthaften Zurückschritten oder zu Verhandlungen bereit wäre. Und das ist meines Erachtens von langer Hand vorbereitet worden. Die Sendung, die Sie da gezeigt haben, ich muss gestehen, ich kenne die Moderatoren von dieser Sendung. Ich war auch bei der Geburtstagsparty von der Moderatorin vor ein paar Jahren, als ich noch dachte, man könnte mit denen ins Gespräch kommen. Die glauben selbst nicht daran. Und einer von den beiden hat mir gesagt, dass er sich über Jahre hinweg schon wundert, dass jedes Mal die Leute über ihm sagen, er muss immer wieder über die Ukraine reden, die ganzen letzten Jahre. Die Ukrainer entmenschlichen, sagen, dass der Selenskyj und seine Regierung alle auf Drogen sind, sagen, dass dort überall Nazis sind. Und viele von denen, die das erzählen, die glauben selbst nicht daran. Aber klar, das ist über Jahre hinweg ist die Ukraine als eigenständiger Staat runtergemacht worden. Dass das eigentlich russisches Territorium ist, dass das eigentlich alles nur Geschenke sind, die Lenin und andere an die Ukrainer gemacht haben. Und deswegen ist in der Bevölkerung auch dieser Rückhalt für diese Offensive jetzt noch so, wie sie ist. Aber was nämlich ziemlich groß. Ziemlich groß. Und, ja. und das ist eine andere Sache, die er mir auch gesagt hat. Dem ist von seinen Chefs gesagt worden, ihr müsst immer weiter Ukraine machen. Ja? Aber das ist auch das, was die höchsten Quoten hatte. Und das heißt, es ist dort leider auch Nährboden für sowas auch da. Frau Major, weil das die deutsche Diskussion ja sehr bestimmt. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Atomkrieg, Dritter Weltkrieg. Wie groß ist denn die tatsächliche Gefahr, dass, wenn Sie sagen, die Russen sind nicht von ihren Zielen zurückgegangen, dass sie dann eben auch eine strategische, eine taktische Atomwaffe einsetzen, um in diesem Krieg substanziell weiterzukommen? Also wir haben in den letzten Wochen über 20 nukleare Drohungen von Seiten Russlands gesehen. Und die zielten vor allen Dingen darauf ab, den Amerikanern, den westlichen Staaten klar zu sagen, mischt euch nicht ein. Das hat die NATO auch nie vorgehabt. Es gibt ja eine sehr klare Position, dass sie als Bündnis selber nicht eingreift. Und das andere Ziel, was zum Teil erreicht worden ist, ist wirklich Unruhe in den Öffentlichkeiten zu schüren und Angst zu schüren, damit sie unsere Regierung davon abhalten, zu hart gegenüber Russland und zu unterstützen für die Ukraine zu sein. Das wirkliche Risiko für einen Einsatz von Atomwaffen halte ich
für gering, weil man erstens sich die russischen Drohungen mal angucken muss. Die sind rhetorisch, schwanken die immer. Wir haben einerseits Putin, der sehr starke Drohungen formuliert. Dann haben wir häufig den Außenminister, der es wieder ein bisschen zurücknimmt und sagt, nee, wir wollen eigentlich auch keinen Atomkrieg und den kann man nicht gewinnen. Und dann kommt der Kreml-Sprecher und dreht es nochmal zurück. Das heißt, wir haben keine klare Eskalationslinie. Wir haben, zweiter Punkt, eine rhetorische Drohung, aber keine militärische Untermauerung. Das heißt, wir haben keine Verlegung beispielsweise der Sprengköpfe zu den Waffen. Wir haben auch keine zusätzlichen Scharfstellungen oder Ähnliches. Das heißt, es ist bislang rhetorisch, militärisch nicht hinterlegt. Und so hart es klingt, müssen wir auch fragen, welchen Gewinn Russland davon hätte. Also was jetzt viel diskutiert worden ist, ist die Frage einer taktischen Atombombe, also einer Gefechtsbombe, die man im Gefecht einsetzen könnte, oder eines Demonstrationsschlages irgendwie über dem Schwarzen Meer oder über der Ostsee, um einfach zu sagen, hallo, bis hierhin und nicht weiter. Aber auch da müsste man sagen, das wäre ein Bruch des nuklearen Tabus, was das erste seit Ende des Zweiten Weltkrieges wäre. Und die Kosten wären enorm hoch. Die USA haben gesagt, sie würden ihre Rolle fundamental überdenken. Und auch die anderen Staaten, wie beispielsweise China, die noch eher unterstützend sind, könnten so einen Bruch von dem nuklearen Tabu nicht hinnehmen. Das heißt, die Kosten wären für Russland enorm hoch. Es ist gefährlich, ich kann es nicht ausschließen, aber ich glaube, wir sollten diese verschiedenen Faktoren so einordnen und auch gerade nicht in dieses russische Spiel einsteigen und jetzt zu sagen, oh Gott, wir machen nichts mehr. Vielen Dank, Claudia Major. Vielen Dank, Frederik Pleitgen. So viel für heute. Es wird noch viel zu reden geben. Heute nicht mehr. Danke, dass Sie hier waren. Herzlichen Dank.